Heute zeige ich das erste von einer geplanten Reihe von Klimamodellen. Wieder geht es darum zu zeigen, wie einfach systemdynamisches Modellieren ist. Zuerst eine einfache Abschätzung. Wir haben hier die Anordnung Sonne-Erde und da haben wir eine Einstrahlung von der Sonne auf die Erde, nämlich die Solarkonstante mal den Querschnitt, der ja dann vom Sonnenlicht quasi beleuchtet wird. Die Solarkonstante ist eine Energiestromdichte, also Energie pro Zeit pro Fläche, gemessen im Abstand, im mittleren Abstand der Erde. Am 4. Januar war die Erde im Perihel, da war die Strahlung am größten. Im Juli ist dann die Erde am weitesten weg, im Aphel, und dann ist die Strahlung schwächer. Das heißt, die Solarkonstante ist alles andere als konstant. Die hängt von der Distanz ab, von den Sonnenflecken und natürlich langfristig auch vom Alter der Sonne. Das Interessante ist, dass die Sonne pro Stunde etwa so viel Energie auf die Erde einstrahlt, wie die Menschheit pro Jahr benötigt, also umsetzt. Die Abstrahlung, die gehorcht dann dem Modell, jetzt in unserem Fall des idealen Strahlers, also des sogenannten Modells der Hohlraumstrahlung. Und da haben wir eine relativ einfache Gesetzmäßigkeit, also eine Naturkonstante, die Stefan-Boltzmann-Konstante, mal die absolute Temperatur hoch 4 mal die Oberfläche. Also der ideale Strahler, der strahlt nur, weil er warm ist. Jetzt können wir eine Energiebilanz machen und sagen, was an Energie kommt, muss als Energie auch wieder weg. Das heißt, die beiden Energieströme, also I steht für Stromstärke, W für Energie und E für Einstrahlung, A für Abstrahlung. Die müssen gleich sein. Wenn man das gleichsetzt, bekommt man nur noch die Solarkonstante durch 4 mal die Stefan-Boltzmann-Konstante. Das 4 kommt vom Verhältnis Kreisfläche zu Kugeloberflächenfläche. Die vierte Wurzel ergibt sich aus dem T hoch 4 Gesetz. Für die Erde erhält man eine Temperatur von 278 Kelvin oder eben 5 Grad Celsius. Nun, wenn man die Sonne als idealen Strahler sieht, dann kann man der Sonne eine mittlere Temperatur von 5772 Kelvin zuschreiben. Das ist nicht ganz so einfach, weil die Sonne hat ja keine feste Oberfläche. Und da gibt es noch ein paar Störgrößen. Aber nach dem Gesetz des idealen Strahlers ist das Strahlungsmaximum bei 0,502 Mikrometer oder 502 Nanometer. Das ist etwa im grün-gelben Bereich, also dort, wo unser Auge empfindlich ist, dort strahlt die Sonne auch am meisten ab. Die Strahlung, die von der Erde weggeht, das ist dann der Strahler mit 278 Kelvin, also relativ kalt, da hat man Strahlung tief im Infrarot. Sie sehen, das Verhältnis der beiden Maxima ist etwa 20 und deshalb nehmen wir das nicht als Strahlung wahr. Nun, die Energie ist die Buchhaltungsgröße in der Physik. Daneben gibt es ja noch die wichtigen Größen wie Ladung, Impuls, Drehimpuls oder eben Entropie. Und die schauen wir auch ganz kurz an. Also es gibt ja hier nicht nur einen Transport von Energie, es gibt auch einen Transport von Impuls, das nennt man dann die Kraft der Strahlung, aber es gibt auch einen Transport von Entropie. Der Zusammenhang zwischen Energie und Entropie habe ich hier formuliert für Strahlung, für ideale Strahlung oder eben Schwarzkörperstrahlung. Die Stärke des Entropiestromes, also S steht für Entropie, I für Stromstärke, ist die Stärke des Strahlungsenergiestromes, dann mal 4 durch 3, das hängt eben mit der Strahlung zusammen, durch die absolute Temperatur. Das heißt, energiemäßig ist die Erde praktisch im Fließgleichgewicht. Es kommt so viel, wie weggeht, oder ein bisschen, das kann sich eben ein bisschen ändern, aber entropiemäßig kommt von der Sonne her wegen der hohen Temperatur der Strahlung 20 mal weniger Entropie als die Erde weggeht.
Und diese Entropieproduktion, das ist die Quelle des Lebens und des Wetters. Also die Entropie ist die zentrale Größe der Thermodynamik. Das sollte man im Unterricht auch mal betonen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Ich habe hier ein Bild aus Wikipedia. Und da ist die Strahlungsbilanz jetzt an der Erdoberfläche mit der ganzen Atmosphäre. Also von der Sonne her kommt jetzt nach dieser Grafik hier 341,3 Watt pro Quadratmeter. Das ist die Solarkonstante geteilt durch 4, eben wegen diesem Flächenverhältnis. Ich habe ein bisschen einen anderen Wert vorher angegeben. Dann sieht man, dass ein Teil der Strahlung direkt von der Atmosphäre reflektiert wird und ein Teil wird dann von der Oberfläche elastisch reflektiert. Das heißt, ohne dass sich die Strahlung in der spektralen Verteilung ändert. Und jetzt kann man natürlich dann hier das Verhältnis der Zahlen bilden und daraus eine Konstante. Dann hier haben wir die Abstrahlung von der Erde auf die Wolken vor allem. Und dann die Gegenstrahlung, wir haben da die Durchstrahlung, vor allem bei klaren Nächten. Und wir haben dann das, was netto weggeht. Die ganze Bilanz hier, da oben, die drei Werte geben einen Überschuss von 0,9 Watt pro Quadratmeter. Das wird uns noch ein bisschen Probleme machen. Wir haben dann hier noch die Konvektion, also die aufsteigende warme Luft und die absinkend kalte Luft oder eben, was sehr wichtig ist, das Verdampfen und Kondensieren. Das ist ja ein wichtiger Antrieb in der Wettermaschine. Jetzt können wir die Nettoenergiestromdichte, also J steht jetzt für Stromdichte, W ist wieder die Energieeinstrahlung, das ist jetzt die Solarkonstante durch 4. Das war beim Idealstrahler schon so, aber jetzt kommt noch eine Absorptionszahl dazu. Kleiner 1, das habe ich einfach gerechnet durch Vergleich von dem, was netto reingeht, also das minus das geteilt dann durch das. Da komme ich 70%, ich habe schon andere Zahlen gesehen, 68%, da haben wir eine große Unsicherheit. Dann das, was weggeht, das rechne ich jetzt als wieder Idealstrahler mit der Temperatur, die ich da annehme als Mittelwert, 14 Grad. Und dann bekomme ich ein bisschen weniger, als hier angegeben ist. Und das darf natürlich nicht sein. Der Idealstrahler ist das Maximum. Jede Realstrahlung ist kleiner als der Idealstrahler. Aber das dürfte auch damit zusammenhängen, dass natürlich der Mittelwert der Temperatur ein anderer ist als der Mittelwert der Temperatur hoch 4. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Bin mir aber nicht sicher, ob diese Zahlen so robust sind, die hier angegeben sind. Jetzt kann ich einen Absorptionsfaktor bei der Abstrahlung, also das ist ja die sichtbare Strahlung, das ist Infrarot, kann ich hier einen Absorptionsfaktor definieren, indem ich einfach den Idealwert nehme mit dieser Temperatur und das vergleiche mit dem, was hier netto wirklich dann weggeht. Und das nenne ich jetzt G. Das sind praktisch 62%. Daneben gibt es noch einen sogenannten Strahlungsantrieb. Eben wenn sich dann die Atmosphäre ändert, zum Beispiel durch CO2, dann hat man hier einen Strahlungsantrieb definiert, das ist ein Faktor. 5,35 Watt pro Quadratmeter, mal das Verhältnis der CO2-Konzentration, nämlich aktuelle Konzentration durch vorindustrielle Konzentration. Nun, wie G, das wird sich ja auch ändern mit der Veränderung, mit der Klimaveränderung, wie G und Delta F zusammenhängen, ist mir nicht ganz klar. Ich lasse jetzt G mal konstant, ändere nur Delta F und zwar nur mit CO2, also ohne Methan und all die anderen Gase. Und dann kommt noch der ganze Wasserhaushalt dazu, der dürfte vor allem das G dann noch verändern. Aber dieser Zusammenhang ist mir noch nicht klar.
Man findet, das ist zum Beispiel eine Skizze, die man mehrmals findet im Internet, da sind die Zahlen leicht anders. Und das ist natürlich fatal, weil das beeinflusst die Startbedingungen unseres Modells, wie ich dann zeigen werde. Jetzt müssen wir noch die Wärmespeicherung. Das ist doch ein interessantes Wort, Wärmespeicher. Also Wärme ist in der Physik definiert als Austauschform, als thermische Austauschform der Energie. Dann gibt es definitionsgemäß keine Wärmespeicher und trotzdem reden wir immer von Wärmespeicher, obwohl das Wort in der Physik ja eigentlich verboten ist. Wärme ist eine Austauschform und keine Speicherform. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Also ich habe hier eine Skizze gefunden, zufällig. Das ist jetzt ein Teil des Vierwaldstättersees. Der ist nur 35 Meter tief im Maximum. Aber man sieht hier sehr deutlich das Sommertiefentemperaturprofil und das Winterprofil. Das heißt, im Wasser drin haben wir nur eine Oberflächenschicht von einigen Metern oder vielleicht einigen 10 Metern, die wirklich aufgeheizt wird. Beim Boden ist es noch extremer, deshalb gibt es ja Kontinentalklima und Meeresklima. Beim Boden hat man schon nach 15 Meter praktisch konstante Temperatur. Dann definiere ich jetzt einfach eine Wärmekapazität. Sehen Sie hier den Unsinn dieses Wortes? Also Wärme kann man nicht speichern gemäß Definition, trotzdem reden wir von Wärmekapazität. Das sollte man an den Schulen schon mal ein bisschen klarstellen. Also die Wärmekapazität pro Kubikmeter, schreibe ich ein kleines C, das sind bei Wasser 4,2 Megajoule pro Kelvin und eben Kubikmeter. Jetzt machen wir das Klimamodell 1.0. Ich habe also eine Säule von Wasser, 1 Quadratmeter, mit einer Anfangstemperatur. Diese Anfangstemperatur, das ist die vorindustrielle. Vorher hatte ich 14 Grad, jetzt habe ich 13,75 Grad Celsius. Das ist also die Temperatur, die mittlere Temperatur, die man schätzt, 1750. Und dann ordne ich diesem Teil der Erde, also 1 Quadratmeter Oberfläche, ordne ich einen Wärmespeicher zu mit der Kapazität, also pro Volumen mal die Tiefe, Quadratmeter bleibt. Dann habe ich diesen Wert, den haben wir ja schon gesehen, und ich habe eine Einstrahlung, nämlich Absorptionszahl mal Viertel der Solarkonstante. Dann habe ich eine Abstrahlung, das heißt, ich nehme eine Schwarzkörperstrahlung oder eben Idealstrahlung, dann mache ich eine Absorption durch die Atmosphäre mit G, etwa 62%, und dann kommt hier der Strahlungsantrieb dazu, natürlich negativ, weil das ist bilanziert, Zufluss ist positiv, und da steckt dann das Kohlendioxid drin, also die Konzentration. Da die Werte und neben der Strahlungsantrieb Faktor und vorindustrieller Wert 280 Parts per Million. Den Kohlenstoffausstoß der Menschheit, da habe ich schon ein kleines Modell gemacht dafür. Und das können Sie, Klimaschwindel oder Populismus, so heißt das Video, ist vom 1. April 2019. Ist ein bisschen polemisch, was ich damals gemacht habe, aber Sie können die Kommentare anschauen, die sind noch viel, viel polemischer. Ich stütze mich, oder ich habe mich bei dieser Entwicklung auf den Vortrag von Professor Dr. Albert Fessler gestützt. Er hat diesen Vortrag an der ETH gehalten und das war für mich sehr informativ. Vielen Dank, Albert. Und Albert Fessler hat auch ein Buch geschrieben, ist glaube ich schon in der 7. Auflage, eben Differentialgleichungen einfach erklärt. Und da soll eben dieses Klimamodell auch vorkommen. Jetzt gehen wir über zur eigentlichen Modellbildung. Dieses Tool Berkeley Madonna,
können Sie runterladen und kostenfrei benutzen, solange Sie keine eigenen Modelle sichern wollen. Ich kann Ihnen dieses und die vielleicht 100 andere Modelle, die ich schon gemacht habe, jederzeit zusenden. Sie können mich fragen. Oben sehen Sie die Kohlenstoffbilanzgleichung, also das, was der Mensch an Kohlenstoff und dann CO2 in die Atmosphäre abgelassen hat. Da ist das, was von der Atmosphäre in die Weltmeere und auch in den Boden geht. Und da rechne ich dann die ppm CO2. Da habe ich die gemessenen Werte zum Vergleichen. Dieser Abfluss hier, den habe ich modelliert als quadratische Funktion und habe dann mit Berkeley-Madonna die Konstanten geschätzt. Das geht sehr einfach. Ich zeige Ihnen das Resultat. Also hier ist die Zeit in Jahre. Es sind von 1750 bis 2014 sind es 264 Jahre. Dann die rote Kurve ist die berechnete Kurve ppm und die blaue ist die gemessene. Sie sehen eine recht gute Übereinstimmung. Hier sehen Sie den Zufluss. Das ist eine Messkurve von 1750 bis 2014. Das ist der Kohlenstoff. Ausstoß, also in Form von CO2, verursacht durch den Menschen. Die rote Kurve ist dann der Abfluss, das ist eben die gefitterte Funktion. Die geht hier ein bisschen ins Negative, das heißt in den ersten 150 Jahren bis 1900 geht in meinem Modell Kohlenstoff in Form von CO2 von den Ozeanen und den Böden in die Atmosphäre. Das ist vielleicht nicht so plausibel. Aber es ist klar, wenn man mit einer Parabel, quadratischen Funktion fittert, wird das nicht so genau. Interessant ist hier die Zukunft. Ein Großteil des Kohlenstoffs, den wir in Form von CO2 ausgestoßen haben, ist weggegangen aus der Atmosphäre. Zu unserem Glück, sonst wäre die Konzentration noch viel, viel höher. Da unten ist das Energiemodell, also der Zufluss von der Sonne, Strahlungszufluss, dann der die Abstrahlung in den Weltraum, modelliert wie erklärt, und hier ist der Strahlungsantrieb in Funktion vom berechneten ppm. Ich will ja auch in die Zukunft schauen können, deshalb berechnete Konzentration. Aus der Energie, also W steht für Energie, sagen Sie nicht Wärmeinhalt, das gibt es in der Physik nicht, das ist die innere Energie. Wärme ist immer eine Austauschform. Ich kann es nicht oft genug betonen. Rechne ich dann die Temperatur und dann Grad Celsius. Das ist ein ganz einfaches Modell. Und da sieht man jetzt bei der Temperatur einen kleinen Sprung von 14 Grad. Ich habe also 1750 14 Grad eingegeben, weil ich ja die Werte so gewählt habe. Da sieht man jetzt hier einen kleinen Sprung. Relativ schnell, innerhalb von etwa 5-6 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass die Energiebilanz nach der Grafik, die ich gezeigt habe, nicht ganz stimmt. Also hier ist noch Handlungsbedarf, um das Modell zu verbessern. Dann geht es hoch mit der Temperatur. Es geht mir jetzt noch nicht um Genauigkeit, es geht mir darum, die Modellstruktur zu erklären. Da wären dann noch die Energieflüsse, also der Strahlungsantrieb. Das sind aber Leistungen pro Jahr, weil ich rechne ja in Einheiten Jahr. Ich zeige dann noch schnell, wie es geht. Da wäre noch die Einstrahlung, die ist konstant, und die Abstrahlung, die macht eben einen Sprung, weil zuerst muss die Temperatur sich anpassen, bevor man ins Quasi-Gleichgewicht kommt. Der Strahlungsantrieb, wie gesagt, der ist Größenordnungen kleiner. Hier kann man die Globals eingeben. Ich zeige dann, wo die erscheinen, hier auf der Seite. Oben, das stellt Berkeley-Madonna selber auf. Das macht jedes systemdynamische Tool so. Da ist die Bilanzgleichung, also die beiden Bilanzen für Kohlenstoff und Energie. Wird einfach werden die
Flüsse mit der Änderungsrate verbunden. Die Flüsse muss man selber modellieren, also IC Mensch, also Kohlenstoff Stromstärke Mensch. Das habe ich eine Messkurve eingelesen, muss ich dann noch die Größenordnung richtig stellen, die Einheiten stimmen. Dann IC aus der Atmosphäre, das wäre dieser Strom, da ist eben diese quadratische Funktion mit den Koeffizienten. Und da bei der Energie haben wir die Einstrahlung, die Abstrahlung mit diesem konstanten G, das muss man auch noch anpassen. Und hier der Strahlungsantrieb. Die Funktionen, das sind die Kugeln, das sind zum Teil einfach Umrechnungen oder hier die Temperatur, absolut ist die Energie durch die Wärmekapazität. Da sehen Sie oben beim Reservoir Energie, da muss ich ja den Anfangswert eingeben, das ist das Wärmekapazität mal Anfangstemperatur. Also ich gehe davon aus, dass die Wärmekapazität von Wasser bis 0 Kelvin konstant ist, was natürlich ein Blödsinn ist, aber das stört das Modell nicht. Wir gehen ja hoch mit der Temperatur und nicht runter. Dann hier habe ich die Globals, das sind einfach die Größen, die ich erklärt habe. Hier sind die drei Koeffizienten für die quadratische Abflussfunktion beim Kohlenstoff, Alpha und so weiter habe ich eingegeben. Ich bin mir bewusst, dieses Modell ist noch weit weg von einer Realität, aber es zeigt, wie man modelliert. Und ich kann jetzt hingehen und ich bitte, üben Sie Kritik an dem, was ich hier erzähle. Geben Sie mir Hinweise und ich möchte dann mit 1.1 Modell Verbesserungen anbringen und später dann Modellverfeinerungen, also unter 2.0. Ich bin also auf Feedback angewiesen, da müsste ich die ganze Literatur durchlesen. Und noch ein großer Tipp an meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die Physik unterrichten. Hört auf mit der schiefen Ebene. Hört auf mit dem schiefen Wurf. Diese Dinge aus dem Spätbarock sind nicht mehr à jour. Und vor allem, wenn man ja sieht, wie oft die Kräfte falsch eingezeichnet werden. Beginnt im 21. Jahrhundert mit Modellbildung, Simulation. Die Klimajugend hat Anspruch auf einen modernen, zeitgemäßen Unterricht. Sie will ja nicht wissen, wie lang ein Körper durchs Vakuum fliegt, sondern sie will wissen, was geschieht mit unserer Erde.